Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Heute habt ihr am Thumbnail schon gesehen, es gibt eine neue Stylevana Vana Box und ich darf sie euch zeigen und mit euch gemeinsam entdecken, was drin ist. Ab jetzt ist sie erhältlich und natürlich könnt ihr mit meinem Code, den ich euch einmal hier einblende, auf die Box sowie auch im Shop auf jede Menge eh schon Knallerpreise einfach nochmal extra sparen. Also schlagt gerne zu. Ich finde, die Vana-Boxen lohnen sich sowieso immer so heftig. Ihr wisst das, ich bin hier kleiner K-Beauty-Junkie. Ich liebe diese Produkte. Das ist so eine, oh mein Gott, riesige Spielwiese an Produkten, an ausgefallenen Produkten mit krassen Wirkstoffen, wo man sich am liebsten durch alles einmal durchtesten möchte, ausprobieren möchte und wirklich spannend und für jeden Beauty-Liebhaber so ein kleines Paradies, sage ich immer. Ich muss immer selber lachen, weil ich kleine Stylevana-Shopperin. Meine Wunschliste ist so ellenlang und ich bin schon so mega gespannt auch auf den diesjährigen Adventskalender. Ich glaube, der wird auch wieder richtig knallen, Leute. Und ist für mich auch immer so ein Highlight im Jahr, weil der sich auch heftig, heftig lohnt. Aber wie gesagt, auch die Vana-Boxen lohnen sich. Und da gibt es ja immer mal wieder welche. Es gibt verschiedene Vana-Sets, Family-Sets. Da müsst ihr einfach mal schauen. Wirklich, die Preise bei Stylevana, sage ich ja immer, sind eh schon knallermäßig. Könnt ihr gerne selber mit anderen Websites vergleichen. Und ich glaube, ihr werdet bei Stylevana landen, was die Preise angeht. Wie gesagt, dann gibt es ja immer noch ein bisschen extra Prozente und dann gibt es wundervolle Vana-Boxen, wie ich auch hier jetzt eine in Händen halte. Die kommen übrigens immer so daher. Ich meine, die Vana-Box kostet regulär nur 45 Euro. Ich packe euch natürlich den Link und alles auch unten in die Infobox. Hier ist noch ein bisschen extra Polster und dann seht ihr ja schon, die Box kommt immer so schön auch daher. Im Deckelchen haben wir dann immer so eine Morgenroutine und Abendroutine immer noch mal gestaltet. Dann haben wir hier so ein Seidenpapierchen und da sind dann diese Produkte noch mal richtig gut verpackt. Und Leute, da müsst ihr echt keine Angst haben, bei Stylevana kommen die Sachen so gut gesichert an. Ich weiß, hier und da ist dann auch mal, wo irgendwas schief gegangen ist bei mir, Gott sei Dank, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, außer dass ich mal ein bisschen länger warten musste, eigentlich nie was. Und ich bin Stylevana viel Shopper, ne? Einmal hier jetzt Blubberfolie aber mal öffnen, denn ihr seid bestimmt genauso neugierig wie ich auch, was hier drin ist. Und ich würde sagen, ich zoppel einfach mal querbeet hier raus. Und als erstes habe ich direkt, oh, das ist cool, ich blende euch das dann nochmal ein, einen Toner, und zwar Centella Asiatica Toner von Mixon. Das ist natürlich wieder super spannend. 150 Milliliter haben wir hier drin. Cica ist ja ein sehr hautfreundlicher Inhaltsstoff, ne, von der Centella Asiatica Pflanze da. Cica sagt man auch immer so schön Tigergras, weil das halt die Tiger sich so ein bisschen wälzen, um auch, wenn ihr wunde Haut habt, ne, so wie die Tiger auch, einfach ein bisschen in dem Toner wahrscheinlich wälzen, dann ja, hilft das auch gegen etwaige, wenn ihr zum Beispiel Unreinheiten habt oder Ausschlag oder Hautreizung, hilft das immer, ne? Der hier kommt ganz schlicht in so einer weißen Flasche daher, ne? Auch ziemlich nicht so dickflüssig, wie manche Toner dann halt eben sind. Und ja, einmal den als erstes finde ich natürlich als kleines Toner-Girl sehr, sehr spannend. Dann nehme ich als nächstes, oh mein Gott, ah, I love it. Ah, oh, das ist so gut, Leute. Auch Madagaskar Centella, nämlich von Skin 1004. Und zwar dieses Cleansing-Öl. Das habe ich euch tatsächlich nur in einem Haul von mir gezeigt auch. Ich liebe diese Marke und die hat
in all ihren Produkten, nämlich extra aus Madagaskar, dieses Centella mit drin. Und hier, das ist ein ganz leichtes Cleansing-Öl, was ihr zur Reinigung verwenden könnt. Wie gesagt, dann angereichert mit diesem Centella, was auch nochmal hautberuhigend und hautverfeinernd ist. Schaut einmal so aus. Ich finde die Flaschen auch immer so schön, weil ihr meistens hier, ne, so ein Bildchen, wo ihr durchschauen könnt, immer sehr hochwertig. In dem Falle nicht aus Glas, sondern aus Hartplastik. Aber ihr seht schon, ne, das ist so ein richtig schönes Glänzingöl hier einmal drin. Finde ich auch richtig nice. Also haben wir was zur Reinigung und wieder ein Toner. Und das hat Stylevana ja auch, dass sie so ein bisschen uns so eine kleine Skincare-Routine reinpacken. In dem Falle nehme ich das nächste Skincare-Produkt hier raus und das ist von Ion Lip etwas. Und zwar eine Lippenmaske in wunderschönem Gelb, kommt es daher. Und zwar eine Honey Luster Sleeping Maske. Also wahrscheinlich etwas, was ihr über Nacht schön euch draufpackt und euch dann weiche Lippen einmal macht. Auch die Verpackung richtig süß. Ich weiß nicht, ich kriege bei Gelb immer gute Laune. Gelb ist so meine Sonnenscheinfarbe und ja, ich denke mal, das wird so ein Applikator. Ja, genau. Ich packe es mal gerade aus. So ein Applikator hier mit dabei und auch richtig, richtig nice, dass was für die Lippen mit dabei ist. Dann geht es aber natürlich noch weiter. Oh, das so weit. Mary and May, das ist eine Sleeping Maske, die ist sehr, sehr cool. Die habe ich euch auch mal gezeigt. Die gibt es auch in Größe, aber natürlich auch in diesen kleinen Packungen. Und da habe ich mir die auch tatsächlich mal geholt zum Austesten und habe sie derzeit auch im Badezimmer. Ich habe sie mal gerade geholt, ne? Das hier ist jetzt meine. Da ist auch tatsächlich nicht mehr viel drin und das wäre auch definitiv so eine, wo ich nochmal nachgekauft hätte, weil die echt gut ist. Ist eine vegane Formulierung und zwar eine Calendula Peptid Ageless Sleeping Maske. Die ist, ich zeige euch das einmal, sehr, sehr gelig von der Konsistenz her und die hat richtig so diese, ja, von der Calendula, das ist ja so eine Blüte, eine Pflanze, ne, hat die, jetzt habe ich natürlich keins erwischt, aber die hat so kleine, ja, Pflanzenteilchen mit drin und sehr, sehr wässrig. Also wenn ihr das auftragt, das verschmilzt so richtig mit eurer Haut, wird wie so eine Wasserschicht, aber trotzdem sehr nährend und pflegend und versorgt eure Haut über Nacht so richtig schön mit Feuchtigkeit. 25 verschiedene Typen Peptide sind hier drin und die kann ich euch echt empfehlen. Finde ich sehr, sehr cool, dass die hier drin ist und dann habe ich meinen kleinen Nachschub direkt auch mal mit dabei. Dann habe ich hier, ah, das ist auch interessant, Haru Wanda. Wir haben hier so eine kleine Centella-Box, Leute. Auch mit Centella. Einmal ein Dark Spot Go-Away Serum. Sehr, sehr cool. Also auch gegen Pigmentflecken. 4% Centella ist hier einmal mit drin und soll die Haut so ein bisschen aufhellen. Ich habe im Moment das, was ich euch vorgestellt habe. Leute, das ist so gut. Ich muss euch mal nochmal ein Update machen zu meinen Produkten, die im Einsatz sind. Wobei das auch bald leer ist, weil ich das so suchte im Moment, das ist so gut, hatte ich euch in meinem letzten Stylevana New In nämlich gezeigt gehabt. Auf jeden Fall ist das hier auch so etwas gegen, ja, um unseren Hautton ein bisschen auszugleichen, schöner zu machen, ne? Und natürlich den Pigmentflecken so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich muss mal gerade schauen, was wir hier... Ich und mein Koreanisch, es läuft noch nicht so gut. Ich muss aber ein bisschen besser hier in den Griff kriegen. Vitamin C wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es ist Vitamin C drin. Hier ist aber auch 4% Niacinamid mit drin und Tranexamic Acid. Weiß ich leider gerade nicht, was es ist. Ich kenne natürlich Niacinamide und Vitamin C und weiß, dass das hilft natürlich, Pigmentflecken entgegenzuwirken. Und dann haben wir noch Pyrus Pear Fruit Extrakt auch noch mit drin. Hört sich erstmal sehr, sehr spannend an, auf jeden Fall pflegend an. Und wie gesagt, Centella ist ja auch noch mit drin, was gleichzeitig hautberuhigend ist. Also auch das hier so ein kleines Serum mit dabei. Cleansing, Lippen, Toner, Sleeping Maske für Lippen und
Gesicht hatten wir, wie ich die ganze Zeit in diese leere Box gucke, weil ich da was rausnehmen möchte. Stell die mal gerade hier beiseite. Ne? Denn natürlich geht es hier weiter. Und Leute, allein dafür von I'm From, oh mein Gott, diese Marke ist der Wahnsinn. Was ich bis jetzt davon ausprobiert habe, war immer heftig, heftig gut. Und hier habe ich von Mugwort diese Essence von I'm From. Da kann ich euch auch wirklich diesen Reis-Serum, Reis-Toner, Honey-Serum, Honey-Mask, kann ich euch alles empfehlen. Wie gesagt, was ich bis jetzt davon hatte, war immer, immer richtig gut. Das hier ist so, so schwer. Ich gehe schwer davon aus, Wortspiel, dass das hier tatsächlich eine Glasflasche ist. Und die schaut einmal so auf. Tatsächlich, ich habe viele I'm From Produkte auf meiner Wunschliste, ist das hier, oh, ich liebe Essence, ne? Das ist so ein Traum, immer auf der Haut nach dem Toner noch eine schöne Essence aufzugeben oder eine Ampulle oder sowas. Finde ich richtig, richtig nice. Ist bei mir auch so ein bisschen in meiner Routine meistens mit drin. Und jetzt muss ich nur einmal gerade schauen, weil das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, für was der gut ist. Ist auf jeden Fall auch eine vegane Marke. Da ist extra eine Essence drin, die hautberuhigend wirken soll auch, ne? Also wenn ihr natürlich dann irritierte Haut habt oder sowas, ist sowas wahrscheinlich sehr, sehr nice. Einmal die hier drin, müsste ich genauer noch einmal nachlesen, was das sonst noch so alles kann. Habe ich gerade nicht auf dem Schirmchen, ich weiß. Aber dass es auf meiner Wunschliste ist, das heißt, das hier ist auf jeden Fall ein Produkt, was mich interessiert hat. Das wird wahrscheinlich noch einen schönen Glow und nährend sein. Das ist ja meistens so. Und dann, Leute, habe ich hier einmal nur noch die Verpackung davon. Aber die Vana Box geunboxed. Heftig nice wieder, Leute. Ich liebe diese Boxen einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben so krasse Marken wieder drin. Hier einfach I'm From. Skin 1004 haben wir mit drin. Haru Haru Wanda ist mit drin. Mary and May ist mit drin. Iron Lip ist mit drin. Und echt wieder eine tolle Box. Vielleicht noch eine Creme. Also wir haben ja eine Sleeping Maske quasi. Eine Sleeping Cream in dem Fall. Aber sonst, finde ich, sind wir gut ausgestattet und können so eine kleine Routine mit dieser Box durchführen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Box. Ich finde die gerade wahnsinnig toll, aber halt einfach, weil es auch Produkte sind und Marken sind, die ich komplett feiere. Und wenn ihr sie euch schnappen möchtet, jetzt gilt's, jetzt ist sie draußen, dann schnappt euch diese Box. Denkt dran, ein bisschen Prozente gehen auch auf die Boxen. Und ihr süßen Mäuse, ich kleine Schnattertante, winke euch zum Abschied einmal zu, wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder eben Mittag und freue mich wie immer drauf, euch beim nächsten Mal und nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.